Unterschiede zwischen Land und Stadt werden überwunden sein, wenn diese Kinder einmal groß sind. Sie kommen aus Kalbitz, einem kleinen Dorf in der Nähe von Oschatz. Ein Bauer schwitzt auf seinem Feld und stöhnt, weil ihm so schwer das fällt. Er pustet laut, er pustet schnell und kommt nicht von der Stelle. Allein, allein hat keinen Zweck, allein kommst du nicht weg vom Fleck. Allein bleibt Ede stehen im Dreck, allein kommst du nicht weg. Doch nebenan mit frischer Kraft, da sehen wir die Genossenschaft. Traktoren laufen hin und her, die Arbeit fällt nicht schwer. Gemeinsam wird das schwere Leid, gemeinsam alles man erreicht. Gemeinsam geht es schnell und schön, ihr könnt es selber sehen. Sind Pferde der Sowjetunion und Ungarns voller Temperament und ihre Reiter, Kosaken und Tschikos voller Kühnheit. Und hier der Gruß aus 7 Nationen, Reiter aus Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Polen, der Tschechoslowakischen Republik, Westdeutschland und der Deutschen Demokratischen Republik, beim internationalen Reit- und Springturnier in Leipzig-Markkleeberg. Ein Sport, der vom Dorf kommt und bei uns immer stärker in seine wahre Heimat zurückkehrt. Aus Markkleeberg. Eine Ausstellung haben wir erwartet und wir fanden viel mehr. Weil sich hier das Bild der großen Veränderungen widerspiegelt,
die sich in unserem Staat vollziehen.